Schon nach zwei Spielen weht dem neuen Coach der Spielvereinigung Unterhaching, Sandro Wagner, ordentlich Gegenwind ins Gesicht, zumindest von außen. Macher Manfred Schwabel wirkt aktuell noch relativ gelassen, obwohl der Drittliga-Absteiger bislang noch ziemlich fremdelt mit der neuen Liga und erst einen mageren Zähler auf der Habenseite hat. Doch auch der 1. FC Nürnberg 2 wartet nach zwei Unentschieden noch auf den ersten Sieg, wobei vor allem der ansprechende Auftritt am vergangenen Freitag in Schalding durchaus Mut macht. Und so traten die Gastgeber in den gewohnt roten Trikots auch gegen Haching gleich recht forsch auf und belohnten sich schon nach 17 Minuten mit der Führung. Linus Rosenlöcher verwertet das klasse Zuspiel von Lukas Schleimer zum 1:0 und rehabilitiert sich damit mit etwas Verspätung für sein Eigentor im Auftaktmatch gegen Pipinsried. Denkbar schlechter Auftakt also für die Gäste, die zwar insgesamt mehr Spielanteile hatten, sich nach vorne allerdings komplett harmlos präsentierten. Aber wer dachte, dass sich das nach dem Seitenwechsel ändern würde, der sah sich getäuscht. Im Gegenteil, nur vier Minuten nach Wiederanpfiff trifft Schleimer völlig unbedrängt zum 2:0 und legt nur eine Zeigerumdrehung später nach Querpass von Jonas Goss sogar das 3:0 nach. Die Hachinger Defensive, wie schon zuletzt teilweise gegen Burghausen, überhaupt nicht auf der Höhe und Keeper Weidinger konnte einem schon fast leid tun. Alleine ihm und seinen Paraden wie hier gegen Rosenlöcher und Schleimer war es zu verdanken, dass die Oberbayern nicht schon nach knapp einer Stunde in ein komplettes Debakel schlitterten. Haching in der Offensive weiterhin bemüht, insgesamt aber zu einfallslos. Daher brauchte es schon einen Elfmeter nach diesem Foul an Boipelo Mashigo, um zum Ehrentreffer zu kommen. Ansbach verwandelt sicher zum 1:3 in der 83. Minute. Statt einer Aufholjagd ging die Demontage aber weiter. David Ismail stellt mit diesem satten Schuss in der 87. Minute den alten 3-Tore-Abstand wieder her. Und in der Nachspielzeit macht Yannick Schlösser mit dem 5:1 den ersten Saisonsieg für den Club endgültig perfekt. Ja, ich denke, wir sind gut in die Partie gestartet, kamen gut rein, haben uns viele Chancen erarbeitet, haben auch dann verdient das 1:0 gemacht und klar, aus der zweiten Halbzeit kamen wir auch wieder super raus, innerhalb einer Minute 2 Tore gemacht und ich denke, dann war das Spiel schon gegessen und hinten raus dann die 2 Tore. Es war ein super Spiel, gute Mannschaftsleistung und da haben wir wieder den nächsten Schritt gemacht als Mannschaft und ja, jetzt gehen wir positiv nach vorne. Die Spielvereinigung Unterhaching erlebt dagegen am Pfalznerweiher ihr Waterloo und steht schon nach 3 Spielen mit dem Rücken zur Wand. Ja, wir haben uns sehr viel vorgenommen heute fürs Spiel. Hat mit dem Ball ordentlich hingehauen in der ersten Halbzeit, hatten 2, 3 gute Möglichkeiten, die wir dann auch verwerten müssen. Haben wir leider nicht gemacht, auch wie die letzten 2 Spiele. Und dann haben wir ein unglückliches Gegentor bekommen und zweite Halbzeit sind wir ein bisschen auseinandergefallen, sprichwörtlich. Waren nicht mehr gut in den Zweikämpfen, haben mit Ball keine guten Lösungen gefunden. Und dann verlierst du auch hoch. Der ein oder andere Hachinger Fan dürfte sich nur ungern an die Saison 2015-16 zurückerinnern. Damals gelang der ebenfalls stark verjüngten Spielvereinigung nach dem Abstieg aus der dritten Liga der erste Sieg in der Regionalliga erst am 5. Spieltag. Der Druck auf Trainerneuling Sandro Wagner vor dem nächsten Heimspiel gegen Augsburg am Freitag dürfte nach dem Debakel in Nürnberg nicht unbedingt geringer werden. Bevor wir ins Spiel einsteigen, kurz noch ein anderes wichtiges Thema. Die Impfbereitschaft hat in den letzten Wochen deutlich nachgelassen. Deshalb gibt es im Umfeld der Regionalligaspiele die ein oder andere Aktion, wie diesmal zum Beispiel in Hauptstadt. Auch der Präsident unterstützt das vehement, wie er zuletzt nach dem Spiel in Eichstätt zum Ausdruck brachte. Wer mit aktivem Fußball zu tun hat, der hat es natürlich auch mit der jungen Generation zu tun. Und da möchte ich ausdrücklich dafür werben, dass wir alle erkennen, es kommt jetzt darauf an, dass möglichst viele Frauen und Männer in unserer Bevölkerung wirklich sich impfen lassen, damit wir auf diese Art und Weise eben auch möglichst viel Vorsorgeschutz treffen können, vor allen Dingen auch vor schweren Krankheitsverläufen. Und Fußball muss weiterhin Teil der Lösung sein. Jetzt aber zum Spiel. In der aktuellen Form kaum vorstellbar, aber Bayreuth, komplett in Schwarz, kämpfte 2018 um den Ligaverbleib und setzte sich in 2 Duellen hauchdünn gegen Hauptstadt durch. Nochmals eine besondere Note also für diese Partie vor gut 900 Zuschauern. Und die begann schwungvoll. Die Gäste eingangs einen Ticken besser, aber auch Hauptstadt fast sofort auf Betriebstemperatur. In der 11. Minute ein bisschen flippern im Bayreuther Strafraum. Wenn da die Kugel etwas anders springt, wäre das allererste Saisontor überhaupt möglich gewesen.
Die Gäste aber das etwas gefährlichere Team und mit dem 0:1 in der 27. Minute. Zunächst wehrt Torwart Julian Schneider noch ab, aber der Ball bleibt heiß. Flanke von rechts in die Mitte, wo Dennis Lippert abzieht, wieder Schneider. Aber dann liegt er für Ivan Knežević auf dem Silbertablett. 1:0 für den Favoriten, der ja bisher immer nur auswärts ran musste, aber dabei einmal 4 und einmal 5 Tore erzielte. Hinten stand jeweils die Null, die wackelte hier aber wenige Sekunden nach der Führung bedenklich. Leon Heinze visiert per Kopf aber nur das Torgestänge an. Augstadt wartet damit nach 2 torlosen Remis zum Auftakt weiter auf das Premierentor in dieser Saison. Stattdessen hätten sie hinten dann fast das zweite schlucken müssen. Alexander Neuenberger in der 40. Minute auf und davon, schiebt die Kugel an Schneider vorbei und dann aber auch im Rutschen am leeren Tor. Was für ein Riesending für die Oberfranken. Keine Frage, insgesamt ging die Pausenführung auch in Ordnung, aber Augstadt, das quasi mit dem Pausenpfiff nochmal eine kleine Belagerungssequenz im Gästestrafraum mit dem letztlichen Abschluss durch Leo Langhans einlegte, hier alles andere als chancenlos. Augstadts Trainer Viktor Kleinhans wechselte dann 2-mal und das sollte sich bezahlt machen, denn einer der Neuen, Josua Endres, wird im Strafraum zu Fall gebracht von Tobias Weber. Der hatte schon gelb, deshalb Bayreuth ab der 55. Minute in Unterzahl. Aber die ultimative Bestrafung blieb aus. Ingo Feser schießt den Elfer an den Pfosten. Das gegnerische Tor bleibt für Hauptstadt bisher wie vernagelt. Aber dass Bayreuth Unterzahl kann, stellten sie ja schon zum Auftakt den Rhein unter Beweis, als ihnen mit einem Mann weniger 3 Tore gelangen. Und hier ist es Neuenberger, der in der 75. Minute diese Qualitäten erneut unter Beweis stellt. Doch fast im direkten Gegenzug fällt er dann doch der allererste Saisontreffer für die Grabfelder. Der eingewechselte Routinier Christopher Bieber nutzt hier seinen Größenvorteil in der 77. Minute zum 1:2. Neue Hoffnung ja, aber so einen richtigen Sturmlauf bekamen die Gastgeber dann jedoch nicht mehr hin in der Crunchtime. Bayreuth verteidigte geschickt und brachte den dritten Saisonsieg letztlich über die Zeit. Großes Kompliment an die Fans hier von Augstadt, auch an unsere Fans, die mitgereist sind. Sensationell, und ich glaube, jeder Zuschauer heute hat einen packenden Fight gesehen. Und ich muss meiner Mannschaft ein ganz, ganz großes Kompliment heute machen. Hier in Unterzahl, 30 Minuten, dieses Spiel zu gewinnen, das muss ich ehrlich sagen, ist ganz großer Sport. Ja, ich denke, die knapp 1000 Zuschauer, die sind definitiv auf ihre Kosten gekommen. Es war alles drin. Es waren Emotionen da, es war Elfmeter da, es war rote Karten da, es war packende Szenen auf beide Seiten. Wir sind natürlich sehr, sehr enttäuscht, weil es jetzt das dritte Spiel war, bei dem wir schon das Gefühl hatten, dass wir ein Stück weit auch überlegen sind, beziehungsweise dass wir in allen Spielen Phasen drin hatten, wo wir das Spiel auf unsere Seite ziehen können, und von daher sehr, sehr schade. Hauptstadt zum dritten Mal mit Lob für eine gute Leistung, aber bisher eben nur mit 2 Zählern. Bayreuth dagegen behält trotz des ersten Saisongegentors seine weiße Weste. Klar verteilte Rollen in der Partie zwischen der U23 der Greuther Fürther und dem 1. FC Schweinfurt 05. Während sich die Gäste zuletzt beim 5:1 gegen Rhein in Form bombten, kassierten die Mittelfranken 5 Stück von einem anderen großen Titelfavorit, der Spielvereinigung Bayreuth. Dementsprechend druckvoll begannen die Gäste, ungewohnt ganz in Weiß vor 450 Zuschauern, die Partie. Amar Suljic und hier Thomas Haas verpassten die frühe Führung für die Unterfranken nur knapp. Doch dann der erste ernsthafte Angriff der Gastgeber, und der war gleich erfolgreich. Lukas Markert mit Versuch Nummer 1, den hat Torwart Luis Zwick noch, aber der Nachschuss sitzt, 7. Minute, überraschende Führung für das Kleeblatt. Und weiter, hohe Intensität am Ronhof. Der Vorlagenking aus dem letzten Spiel, Meris Kenderovic, diesmal selbst mit einem Riesending, aber erneut vorbei. Und wieder wäre die Strafe fast auf dem Fuß gefolgt. Davide Pisano mit dem scharfen Ball vors Tor, und am langen Pfosten hätte Tim Kraus fast ein Eigentor fabriziert. Was für eine Achterbahnfahrt bisher hier in Fürth. Aussteigen war aber längst noch nicht angesagt. 20. Minute, Suljic im Nachstochern an dem Pfosten. Schweinfurt immer näher dran am Ausgleich, und in der 24. Minute war es verdientermaßen soweit. Wieder ist es Suljic, diesmal per Kopf, und jetzt schlägt es ein, 1:1. Der Meister danach weiter am Drücker, wenn auch nicht mehr ganz so vehement. Trotzdem fiel noch vor der Pause das 1:2. Wieder ist es der 22-Jährige aus Bosnien-Herzegowina. Erneut per Kopf, und dann sind sich Torwart Lasse Schulz und Luca Beckenbauer nicht einig. Und Suljic ist der lachende Dritte in der 37. Minute. Insgesamt eine verdiente Halbzeitführung für die Gäste, die grundsätzlich sogar noch 1-2 Tore höher hätte ausfallen können. Hälfte 2 schaltete dann jedoch vom Achterbahn in den Riesenradmodus.
Bei weitem nicht mehr so viel los in beiden Strafräumen. Schweinfurt verwaltete, kam erst nach gut einer Stunde durch den eingewechselten Kevin Ferry zu einer weiteren Chance. Führt nun deutlich besser drin in den Zweikämpfen, aber Schweinfurt kalt wie die berühmt-berüchtigte Hundeschnauze. Marco Zietsch wird in der 72. Minute noch geblockt, aber Florian Pieper mit etwas Glück im zweiten Versuch zum 1:3. Und 4 Minuten später der endgültige Knockout fürs Kleeblatt. Ex-Zweitliga-Profi Daniel Adlung mit einem Sonntagsschuss am Dienstagabend. Deckel drauf auf der Partie. Die Schlussphase hätte Schweinfurt sogar noch erhöhen können, zeigte sich aber gnädig und begnügte sich mit dem 4:1. Wir haben streckenweise gezeigt, was in uns steckt. Haben heute noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Wir müssen halt lernen daraus, dass wir das über 90 Minuten durchhalten können. Auch versuchen, defensiv nicht zu leicht die Gegentore zu bekommen. Ich glaube, dass wir heute zwei spielerisch gute Mannschaften gesehen haben. Auch Fürth, die extrem mutig immer wieder spielerische Lösungen gesucht haben. Wir haben es dann auch getan, haben aber heute sehr viele einfache Fehler gemacht, was uns dann so das Leben immer wieder selbst ein bisschen schwerer gemacht haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war es dann auch so ein Auftritt, wo wir dann auch verdient in der Höhe gewonnen haben. Schweinfurt also mittlerweile offenbar mit Betriebstemperatur. Fürth dagegen zum zweiten Mal in Folge gegen einen Meisterschaftsmitfavoriten deutlich zu grün hinter den Ohren. Es ist bisher ein Saisonstart zum Vergessen für den TSV Rhein. Satte 9 Gegentore kassierte der Tabellenletzte in den ersten beiden Spielen. Gegen Viktoria Aschaffenburg muss die Truppe von Trainer Dominik Hausner also deutlich besser verteidigen, wenn es mit den ersten Punkten der Saison klappen soll. Und damit hinein in die Begegnung. Die Aschaffenburger, die zuletzt 1:0 gegen Buchbach gewinnen konnten, wie gewohnt in Blau mit der ersten guten Chance der Partie. Niklas Burger zwingt Kevin Schmidt schon nach 5 Minuten zur ersten Glanzparade. Rhein spielte zu Beginn durchaus mutig nach vorne, gefährlich vor dem Tor tauchten aber nur die Gäste auf. In der 20. Spielminute schepperte es dann zum ersten Mal. Neuzugang Benedikt Laverty knallt das Leder aus 16 Metern unhaltbar ins Netz. Tolles Tor des Außenbahnspielers, der erst vor einer Woche aus Schweinfurt an den Schönbusch wechselte. In der Folge verflachte das Spiel im Georg-Weber-Stadion aber extrem. Die Schwaben schafften es zwar Aschaffenburg größtenteils vom Tor fernzuhalten, eigene Torschancen hatten sie aber kaum. Mit dem Pausenpfiff wäre Rhein aber doch beinahe der Ausgleich geglückt. Aschaffenburg kann im letzten Moment noch klären und geht damit mit der Führung in die Halbzeit. Da ist aber durchaus noch Luft nach oben für die zweiten 45 Minuten. Nach rund einer Stunde hat Jonas Grettmeier die beste Chance des Spiels für den TSV Rhein. Ricardo Döbert kann den Schuss aber entschärfen. Aschaffenburg tat wenig nach vorne. Wenn sie dann aber mal vorm Kasten von Kevin Schmidt auftauchten, wurde es brandgefährlich, wie hier in der 77. Minute. Daniel Cheron scheitert am Schlussmann der Hausherren. 10 Minuten später machte der SVA dann aber den Deckel drauf. Ein Ball in die Schnittstelle hebelt die Abwehr der Lechstädter aus. Der gerade erst eingewechselte Niklas Meyer hat letztendlich leichtes Spiel. Das war dann auch die Entscheidung. Rhein verliert auch das dritte Spiel der Saison und bleibt Tabellenschlusslicht. Wir sind schon der Meinung, dass man auf der Leistung aufbauen kann. Das war ordentliche Performance von uns und ja, wir müssen da dementsprechend weitermachen, dass der Start schwierig wird für uns. War auch klar, weil halt einfach 3 Top-Teams jetzt auf uns squadet haben. Aber aus dem Spiel kann man echt viele positive Dinge herausziehen. Aschaffenburg verwaltete im Stile einer Spitzenmannschaft lange das 1:0 und machte kurz vor Schluss den Deckel drauf. Ich glaube, wir haben sehr gut angefangen. Wir hatten das Spiel eigentlich jederzeit unter Kontrolle gehabt. Rhein am Lech hat uns viel Ballbesitz überlassen. Ich glaube, dass wir es auch ganz gut ausgenutzt haben. Und wir sind heute mit einer blutjungen Truppe hier angetreten. Und umso mehr freuen wir uns jetzt auch. Aschaffenburg gelingt in Rhein der 2. Sieg in Folge. Damit klettert die Truppe von Jochen Seitz in der Tabelle weiter nach oben und kann mit einem guten Gefühl in das Spiel am Freitag gegen Greuther Fürth 2 gehen. Warte auf die großen Namen.
Are you ready? Aber eigentlich geht's um viel mehr. Das hier ist unsere Welt. Hier hat jeder eine Chance. Denn wir sind frei. Frei, anders zu sein. Wir sehen die Möglichkeiten und verändern mehr als nur ein Spiel. Lasst uns gemeinsam die Welt verändern. Endlich wieder Fußball. Endlich wieder Tore. Und das ist doch mal. Endlich wieder Parade. Und auch der geht nicht rein. Man ist in Top-Parade. Endlich wieder Jubel. Das ist das 1:0. Endlich wieder Fußball live auf Sport Total. Freude. Anspannung, Leidenschaft. Nach dem Schlusspfiff ist für mich erstmal Wochenende. Ein Erdinger, please. Einfach mal relaxen, einfach mal genießen. Weißbier ist Wochenende. Eichstätts Coach Markus Mattes hat gut lachen. Mit 4 Punkten aus den ersten beiden Partien ist der Saisonstart seines VfB absolut geglückt. Dennoch wäre sogar noch mehr drin gewesen, hätten seine Jungs am vergangenen Samstag gegen Illertissen nicht gleich 2 Elfmeter verschossen. Im 100. Regionalligaspiel der Vereinsgeschichte wollten die Oberbayern das aber schnell vergessen machen, zumal mit dem in schwarz gekleideten FC Memmingen ein bis dato noch siegloser Gegner aufkreuzte. Die erste halbe Stunde plätscherte eher so dahin, dann meldeten sich die Hausherren aber erstmals an und zwar richtig. Starker Einsatz da von Dominik Ngati, Julian Kügel übernimmt, hat das Auge für Christian Heinloth und der vollendet mit einem traumhaften Schuss unter die Latte zur Führung in der 29. Minute. Da schauen wir natürlich noch ein zweites Mal hin, dieser Treffer durchaus ein Kandidat für das Tor des Monats. Die Gäste konnten sich ihrerseits offensiv nur selten beweisen. Beste Chance in Abschnitt 1 war dieser Schuss von David Remiger. Ganz anders dagegen die sehr dominant auftretende Heimelf, die immer wieder gefährlich war und nach 40 Minuten die Führung ausbaute. Ngati mogelt sich da irgendwie durch und arbeitet das Ding mit etwas Glück, aber auch dem nötigen Willen über die Linie zum 2:0. Die Pausenführung absolut verdient vor 420 Zuschauern. Gästecoach Esat Karic konnte, wie schon in den ersten beiden Partien, nicht wirklich zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Und das blieb zunächst auch in Halbzeit 2 so. Nur 3 Minuten nach Wiederanpfiff bringt Jakob Gräser Kügel zu Fall. Der Elfmeterpfiff von Bundesliga-Schiedsrichter Florian Bartstübner aus dieser Perspektive betrachtet schon sehr hart, wohl aber vertretbar. Doch das Thema Strafstöße scheint bei Eichstätt langsam fast schon zur Kopfsache zu werden. Denn erneut scheitert Philipp Federl mit seinem eigentlich gut getretenen Versuch am gegnerischen Keeper, der dann auch noch im Bunde mit der Latte steht. Und wie schon zuletzt gegen Illertissen wurde dieser Fehlschuss postwendend bestraft, sogar im direkten Gegenzug. Nach dem weiten Abschlag und der Kopfballverlängerung von Timo Gebhardt haut Martin Dausch das Leder in der 49. Minute ansatzlos zum 2:1 in die Maschen. Auch das dritte Saisontor des FCM geht damit auf das Konto des Ex-Profis. Allerdings fanden die Gastgeber dieses Mal die richtige Antwort. Starker Einsatz da von Heinloth. Seinen eigentlich verunglückten Seitenwechsel bekommt Memmingen nicht geklärt. Fabio Pirner legt quer für Kügel und der netzt problemlos ein zum 3:1 nach 57 Minuten. Die Allgäuer gaben aber nicht auf und schalteten noch mal einen Gang nach oben. Der eingewechselte Emirhan Baysal wurstelt sich da irgendwie durch und drückt den Ball dann über die Linie zum 2:3 Anschlusstreffer. Hochspannung pur also in der Schlussphase, da der VfB mehrere Chancen zur Vorentscheidung liegen ließ, so wie hier Kügel nach erneut starker Vorarbeit von Ngati. Zudem musste Eichstätt die letzte Viertelstunde in Unterzahl bestreiten. Pirner muss nach diesem Zweikampf mit glatt rot runter.
Dennoch rettete Eichstätt den Sieg gegen nie aufsteckende Memminger über die Zeit, muss sich aber den Vorwurf gefallen lassen, die Partie nicht frühzeitig entschieden zu haben. Das Spiel an sich hätten wir uns natürlich ein bisschen anders vorgestellt, vor allem nach dem Verlauf der ersten Halbzeit, wo man ja doch eigentlich alles im Griff hatten, 2-0 führen, dann geht es eigentlich darum, das Dritte zu machen und das Ding zu entscheiden. Dann hast du eigentlich diese Riesenchance in der 48. machst sie wieder nicht und wie Fußball halt dann ist, kriegst du 30 Sekunden später das 2-1 aus dem Nichts und dann geht das Spiel irgendwie wieder auf. Von daher musst du am Ende glücklich sein, wenn du dir die 3 Punkte mitnimmst, weil nur darum geht's. Eichstätt legt damit mit 7 Punkten aus 3 Spielen einen unerhofften Traumstart hin. Memmingen findet sich dagegen schon jetzt im Tabellenkeller wieder. Mit dem FV Illertissen in Blau und dem TSV Buchbach treffen vor 340 Zuschauern 2 Gründungsmitglieder der Regionalliga Bayern aufeinander. Bisher zumeist die Gäste die Nase vorne, doch die aktuelle Formkurve spricht eher für die Allgäuer. Und so gestaltete sich dann auch der Auftakt. Nach einer rund 10-minütigen Abtastphase Kai Luibrand für die Hausherren mit vollem Risiko. Wenn der sitzt, ist es Tor des Monats verdächtig. Buchbach sehr abwartend überließ Illertissen eigentlich komplett das Spielgeschehen. Die Hausherren, die ja starke 4 Punkte aus den ersten beiden Spielen holten, wussten auch, was damit anzufangen. Lukas Ritzler zwingt Daniel Maus im Kasten der Oberbayern zu einer Glanzparade in der 12. Minute. 8 Minuten später erneut die Gastgeber, diesmal ist es Max Zeller, der das Gehäuse der Buchbacher nur um Haaresbreite verfehlt. Mittlerweile lag das 1:0 deutlich in der Luft. Doch danach beruhigte sich das Geschehen etwas und urplötzlich waren dann auch mal die Gäste präsent im Illertissener Strafraum. Aber Thomas Winkelbauer hat nach genau einer halben Stunde Probleme bei der Ballverarbeitung. Jetzt aber die Gäste wachgeküsst. 3 Zeigeumdrehungen später wieder Winkelbauer in der Show, verpasst das Leder aber knapp. Eine weitere Minute darauf, die größte Chance der ersten Hälfte durch Tobias Staff, da hätte mehr rausspringen müssen. Danach neutralisierten sich beide bis zum Halbzeitpfiff. Illertissen hier mit den etwas besseren Chancen, aber auch Buchbach mit einer Top-Gelegenheit. Ähnlicher Auftakt dann auch in Halbzeit 2. Wieder Illertissen am Drücker und in der 51. Minute mit Powerplay im Buchbacher Strafraum, aber ohne den zwingenden Torabschluss. Und dann kam es wie so oft im Fußball, die eine Mannschaft drängt, die andere macht das Tor. 64. Minute, weiter hoher Freistoß, Kopfball in die Mitte und Winkelbauer, wer sonst ist zur Stelle, und köpft ein zum 0:1. Spiel nicht direkt auf den Kopf gestellt, aber insgesamt schon eher überraschend. Buchbach machte sich dann 4 Zeigeumdrehungen später das Leben für die Schlussphase selbst schwer. Der bereits verwarnte Samet Bahar zu resolut, deshalb hieß es ab unter die Dusche. Die Gäste also in Unterzahl für die letzten 22 Minuten plus X. Wirkliche Probleme hatten sie damit aber nicht. Illertissen warf zwar in der Folge alles nach vorne, Buchbach verteidigte aber auch alles weg und schaukelte den Sieg am Ende über die Zeit. Grundsätzlich, glaube ich, war es ein sehr intensiver Fight, ja, von beiden Teams. Wir im eigenen Ballbesitz haben wir schon in der ersten Halbzeit auch versucht, dass wir das spielerisch lösen, dass wir aus dem Druck rausdrehen. Das ist uns nicht immer ganz gelungen. Ja, teilweise haben wir das dann zu stark in den Druck wieder reingespielt. Aber grundsätzlich haben die Jungs das vor allem dann nach der roten Karte sehr, sehr gut gelöst. Ich kann meiner Mannschaft diesbezüglich eigentlich nur ein Kompliment aussprechen, wie sie heute Fußball gespielt hat. Wie oft wir in die Box kommen, wie oft wir dann letztendlich der letzte Ball nicht mehr zum Mann kommt, weil die Buchbacher auch alles dagegen werfen. Und insofern sind es heute jetzt 3 Punkte, die wir uns woanders holen müssen. Buchbach also dank einer kämpferischen Topleistung und dank Winkelbauer mit dem ersten Saisonsieg. Illertissen verpasst es dagegen, sich für seine Bemühungen zu belohnen. Personalien stehen im Mittelpunkt vor der Partie zwischen dem SV Heimstetten und dem FC Pippinsried in Blau. Während bei den Gastgebern mit Fabio Sabach und Moritz Hannemann 2 Stammkräfte längerfristig ausfallen, wurden bei Pippinsried die ursprünglichen Sperren gegen die Neuzugänge Albano Gaschi und Dominik Schröder vom Verbandssportgericht aufgehoben. Zunächst mal aber ein ziemlich verhaltener Start von beiden Teams. Erst in der 12. Minute Pippinsried durch Lukas Schraufstetter, aber kein Problem für Torwart Maximilian Riedmüller. 5 Zeigeumdrehungen später melden sich auch die Gastgeber an in dieser Partie. Severin Müller zwingt Torwart Alexander Aiban zu einem ersten Arbeitsnachweis. Ansonsten aber wenig zu sehen von der Heimstätten Offensivpower, die sie noch im ersten Heimmatch gegen Memmingen an den Tag gelegt hatten.
Stattdessen der Aufsteiger in der 25. Minute mit dem 0:1. Über links setzt sich Faton Cimali durch und in der Mitte vollendet Pablo Piegel zu seinem zweiten Saisontor. Das zugleich ein Wirkungstreffer für die Gastgeber. Fortan dominierten die Oberbahn und hätten durch Raufstedt und vor allem Serd Imsak erhöhen können. Das Versäumte holten sie aber in der 40. Minute nach. Elfmeter für Pippins Ried und wieder ist es Piegel, der schon beim 3:1 daheim gegen Augsburg einen Strafstoß verwandelt hatte. 2:0 für den FC zur Halbzeit, der hier ähnlich wie schon in den ersten beiden Spielen eine tadellose Leistung ablieferte. Heimstetten dagegen bis hierher enttäuschend. Das versuchten sie in der zweiten Hälfte zu ändern. Etwas mehr Druck nun aufs Gästetor, aber auch der Dreifachtorschütze aus dem Memmingen-Spiel, Lukas Riglewski, bisher blass. Dann aber die 72. Minute und endlich findet das Leder aus Hausherrensicht einen Weg über die Pippinsrieder Torlinie. Stefan Reuter via Innenpfosten zum 1:2. Die Freude währte aber nur kurz, denn die Gäste präsentierten sich bisher erstaunlich abgezockt für einen Aufsteiger. Nur 2 Minuten später tritt Schraufstädter den Heimstädtner Hoffnungsfunken vehement aus. 1:3, die Oberbahn also nach dem ersten Heim, nun auch mit dem ersten Auswärtssieg in der jungen Saison, beeindruckend. Ja, absolut, natürlich. Ich meine, die kommen mit dem 2:1 oder mit Rückenwind. Ja, das kennen wir natürlich aus dem ersten Spiel gegen Nürnberg, als wir auch den Anschlusstreffer erzielt haben und dann auch nochmal Energie gezogen haben. Und dementsprechend war es natürlich wichtig, da sofort nachzulegen. Und natürlich mit einem Angriff haben wir das dann sehr gut gemacht. Der Pippinsrieder Saisonstart mit 7 Zählern aus 3 Partien mehr als gelungen. Heimstetten dagegen lässt diesmal offensiv viel vermissen und stagniert bei 3 Punkten. Bisher noch ungeschlagen startet der SV Schalding-Heining in Grün in den 3. Spieltag der Regionalliga Bayern. Ganz im Gegensatz zur U23 des FC Augsburg. Die hat in den vergangenen 2 Spielen noch keine Punkte holen können. Die Devise für die Hausherren deshalb: einen kompletten Fehlstart verhindern. Vor 440 Zuschauern beginnt das Spiel im Rosenau-Stadion mit einem perfekten Start für die Gastgeber. Augsburg druckvoll und bereits mit dem ersten Angriff in der 5. Minute gelingt das 1:0. Über rechts kommt Henry Kudosu in die Gefahrenzone und bedient in der Mitte Dorian Cevis. Dieser braucht nur noch den Fuß hinhalten und aus 8 Metern einschieben. Die Gäste aus Passau kommen nur schwer ins Spiel. Augsburg ist die spielbestimmende Mannschaft und erhöht in der 25. Minute auf 2:0. Rund 35 Meter vor dem Schaldinger Tor kommt Markus Müller an den Ball, marschiert leichtfüßig durch die Gästeabwehr und vollstreckt aus 15 Metern ins lange Eck. Die Hausherren haben weiterhin alles im Griff. Nach 37 Minuten wird Kudosu erneut mustergültig auf der rechten Seite in Szene gesetzt. Die Flanke kann Stürmer Müller aus 9 Metern zum 3:0 verwerten. 2. Tor in dieser Partie und in dieser noch jungen Saison für ihn. Mit einer 3-Tore-Führung gehen die Schwaben hochverdient gegen eine schwache Schalding-Elf in die Halbzeitpause. Trainer Köck muss reagieren und bringt mit Kirschner, Seidel und Kurz 3 neue ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel Schalding etwas bemühter, jedoch ohne Erfolg. Augsburg verteidigt und will das Ergebnis verwalten. Eine Viertelstunde vor Schluss erhöht Schalding dann nochmal den Druck. Der eingewechselte Sebastian Rammel kommt mit dem Kopf am 2. Pfosten an den Ball, setzt diesen aber 1 Meter neben den Kasten ins Aus. Kurz darauf eine Standardsituation. Nach einer Ecke von links fällt Fabian Burmberger die Kugel im Fünfer vor die Füße. Das aber lediglich Ergebniskosmetik. 3:1, der Endstand. Ja, wenn wir klarer gespielt hätten, hätte man zweite Halbzeit auch das 4. machen können und dann wäre der Deckel drauf gewesen. Aber ja, wir wollen jetzt nicht jammern. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir die ersten 3 Punkte eingefahren haben. Ich denke, wenn man 90 Minuten gesehen hat, war es hoch verdient. Und von daher gesehen sind wir zufrieden und bereiten uns jetzt vor auf Unterhaching. Die Absicherung hat gefehlt und es war dann einfach zu naiv. So haben wir es mannschaftlich ganz einfach auch nicht dicht gekriegt dann und somit hat der Gegner immer wieder den Raum gehabt, um gute offensive 1 gegen 1 Situationen zu suchen und hat die auch erfolgreich meist bestreiten können und dann eben entstehen automatisch Probleme vom Tor. Der SV Schalding-Heining ist nach 2 guten Leistungen zum Auftakt diesmal zu spät aufgewacht. Augsburg dagegen feiert einen verdienten Sieg. Mission Fehlstart verhindern für die Schwaben ist damit also geglückt.
Mit dem Selbstvertrauen aus dem ersten Saisonsieg bei Unterhaching geht der SV Wackerburghausen ins Duell mit dem TSV 1860 Rosenheim. Vor dem Spiel gab es rund um die Wacker Arena im Übrigen eine Impfaktion, um die sinkende Impfbereitschaft wieder etwas anzukurbeln. Und damit hinein ins Match. Die in Weiß spielenden Hausherren kamen wie die Feuerwehr aus der Kabine. Nach diesem Wahnsinnseinwurf von Moritz Moser ist Christoph Meyer ganz frei und erzielt in der dritten Spielminute die Führung. Die Gäste, die mit zwei Remis in die Saison gestartet waren, bekamen in den Anfangsminuten keinen Fuß auf den Rasen und lagen nach 16 Minuten dann schon mit 0:2 in Rückstand. Wiederum ist es Meyer, der sich im Strafraum gleich gegen zwei Gegenspieler durchsetzen kann und das Ding über die Linie grätscht. Doppelpack also für den 21-Jährigen und das bereits nach gut einer Viertelstunde. Wenige Minuten später hat auch der TSV seine erste gute Chance des Spiels. Der Hammer von Christoph Fenninger landet allerdings nur am Pfosten. Burghausen kontrollierte aber auch weiterhin das Spielgeschehen und erzielte in der 40. Minute das 3:0. Torhüter Stefan Schönberger mit einem ungenauen Abschlag. Der kommt postwendend wieder zurück und wird von Robin Ungerath ins Tor befördert. Damit ging es in die Halbzeit. Die Pause können die Gäste auch gut gebrauchen. Bislang ist Wacker hier in allen Belangen klar überlegen. Rosenheim muss sich etwas einfallen lassen, um die Blamage noch abzuwenden. Doch das gelingt ihnen nicht. 10 Minuten nach dem Wiederanpfiff unterläuft der TSV-Defensive der nächste Fehler und auch der wird eiskalt bestraft. Ungerath schnürt den Doppelpack. Bereits das zweite Tor, das sich die Gäste quasi selbst einschenken. Nur 2 Minuten später muss Schönberger das nächste Mal hinter sich greifen. Meyer macht sein drittes Tor des Abends. Die Rosenheimer weiterhin total von der Rolle. Und Burghausen hatte noch lange nicht genug. Freistoß in der 70. Spielminute und das ist eine Sache für Dennis Ade. Aus 16 Metern schlänzt er den Ball perfekt über die Mauer. Da kann Schönberger nur noch hinterher schauen. Traumtor. 4 Minuten später rollt der nächste Angriff auf die Gästeverteidigung zu und auch der ist wieder drin. Der junge Schweizer Jerome Leubli macht sein erstes Regionalligator. Und da sollte er an diesem Abend nicht der Einzige bleiben, dem das gelingt. In der 85. Minute legt André Leibold nach einem mustergültigen Zuspiel den Ball zum 8:0 Endstand ins lange Eck. Was für ein Auftritt von Burghausen. Mit sage und schreibe 8:0 fertigen sie die Rosenheimer ab. Die Wacker-Fans unter den 850 Zuschauern zu Recht völlig aus dem Häuschen nach dieser Gala-Vorstellung ihrer Mannschaft. Wir haben uns gut vorbereitet die Woche, auch nach dem Haching-Spiel. War das Ziel, dass wir uns einfach genauso präsentieren wie in Unterhaching, weil das war eine sehr, sehr gute Leistung und an dem haben wir nahtlos angeknüpft. Dass das Spiel dann in der Höhe ausgeht, ja okay, da gehört dann auch ein bisschen Glück dazu, aber ich denke, die Jungs waren auch zielstrebig und haben es sehr gut gemacht. Rosenheim hingegen mit einer unterirdischen Leistung. Der TSV blamiert sich auf ganzer Linie. Trainer Florian Heller mit Erklärungsversuchen. Burghausen hat eine extrem hohe Qualität im eigenen Ballbesitz. Technisch extrem stark, viel Tempo, gerade wenn es in die Offensive geht. Und dann bist du auswärts unterwegs und gestern mit einem 3:0 schon in der Halbzeit. Und kriegst dann das Vierte, auch zu früh. Und dann muss man ja ganz ehrlich sein, dann ist der Drops ja gelutscht. Für Rosenheim gilt es, diese Partie so schnell wie möglich abzuhaken. Denn schon am Freitag empfangen die Rotosen die Zweitvertretung vom Club. Burghausen hingegen reist mit ordentlich Selbstvertrauen zum Tabellenführer Bayreuth. Feiertagsstimmung am Dienstagabend im mit 1000 Zuschauern ausverkauften Elsner Sportpark. Die kleinen Bayern sind zu Gast in Eltersdorf, die mit 2:0 Siegen perfekt in die neue Saison gestartet sind und diese kleine Serie natürlich möglichst ausbauen wollen. Die Gastgeber holten sich nach der Auftaktniederlage gegen Eichstätt zuletzt in Memmingen den ersten Punkt und gingen daher enorm selbstbewusst in das ungleiche Duell mit der mit vielen Talenten gespickten U21 des Rekordmeisters. Doch die schien zunächst tatsächlich etwas beeindruckt zu sein vom hohen Pressing des Aufsteigers, der loslegte wie die Feuerwehr und sich auch gleich belohnte. Jens Wartenfelser bringt sein Team nach 9 Minuten auf Vorlage von Tim Sulmer mit einem entschlossenen Schuss in Führung. Die Gäste brauchten etwas, um sich dem Druck der Mittelfranken zu entziehen. Dann ist Yusuf Kabadaye in der 22. Minute frei durch. Tugay Akbakla fährt aber das Bein aus. In dieser Szene war der SC-Keeper noch der Retter, kurz darauf dann allerdings nur mehr Statist. Bei diesem wunderbaren Freistoß von Oliver Batista Meyer in der 30. Minute kann Akbakla nur hinterher schauen. Diese Szene der beste Beweis, warum der 20-jährige Batista Meyer als eines der größten Talente im FCB-Campus gilt.
Doch die Hausherren ließen sich davon nicht beirren. Sie spielten weiter munter nach vorne und holten zum Gegenschlag aus. Sulmer da mit einem klasse Laufweg bekommt dann den Ball von Robin Renner perfekt serviert und bleibt dann vor Jakob Meyer ganz cool. Die erneute Führung in der 34. Minute. Doch auch die hatte nicht lange Bestand. 5 Minuten später wieder ganz feines Füßchen da von Batista Meyer und Kabadayi köpft wuchtig ein zum 2:2 Ausgleich. Trotzdem schnupperten die Quecken an der Wiederholung des Coups aus dem Jahr 2012, als man den FCB mit dem damaligen Trainer Mehmet Scholl sensationell mit 3:1 besiegen konnte. Mit zunehmender Spieldauer musste Eltersdorf allerdings dem hohen Tempo aus der ersten Halbzeit Tribut zollen und die Bayern nutzten das gnadenlos aus. Nach nicht ganz einer Stunde bringt Kabadayi mit seinem zweiten Treffer seine Farben erstmals in Führung. Technisch ganz anspruchsvoll gemacht, da vom erst 17-jährigen Youngster. Marcel Wenig legte nach 72 Minuten dann mit dem nächsten Traumtor in den Winkel das 4:2 nach. Und spätestens mit dem 5:2 in der 80. Minute durch Nemanja Motika mit diesem satten Schuss ins kurze Eck war der Widerstand der Heimelf endgültig gebrochen. Keine 2 Minuten später schnürte der 18-Jährige dann sogar den Doppelpack zum 6:2 Endstand. Was für ein Match zwischen dem kleinen Underdog und dem FC Bayern 2, der seinen Status als einer der Top-Aufstiegsfavoriten trotz des großen Eltersdorfer Widerstands eindrucksvoll untermauert. Dritter Sieg in Folge, muss einfach zufrieden sein. Von dem Spiel in der ersten Halbzeit haben wir einfach nicht gut gespielt, zu viele unnötige Ballverlust, mehr, ich habe für die Jungs in der Halbzeit gesagt, ich habe heute alle die unnötigen Fehler gemacht, das haben wir nicht in die ganze Vorbereitung gemacht. So, ich glaube, wir waren, keine Ahnung, aber sicher 40 unnötige Fehler, dann können wir nicht so Fußball spielen. Ja, war natürlich eine tolle Atmosphäre, tolle Kulisse. Ich glaube, wir haben einen überragenden Zugang zum Spiel gefunden, gehen 1:0 in Führung mit der ersten Chance. Zum Schluss, natürlich tut es mir für die Jungs unwahrscheinlich leid, die mit viel Herz und Leidenschaft gespielt haben, dass es dann 6 geworden sind. Ja, vielleicht 1 zu hoch, aber man sieht, die Bayern hätten das auch, ich glaube, 120 Minuten mit dem Tempo, mit der Power spielen können. Also dementsprechend geht es ganz klar in Ordnung und Glückwunsch an die Bayern. Aber wir haben uns trotz allem, auch wenn es sich blöd anhört, toll verkauft hier. Das kann man nur unterstreichen. Der SC Eltersdorf liefert den kleinen Bayern zumindest eine Halbzeit lang einen Fight auf Augenhöhe und ist in dieser Form eine absolute Bereicherung für die gesamte Liga. Und damit sind wir bei der Spieltagsübersicht. Hachings Saisonstart also total verpatzt, ganz im Gegensatz zu dem von Bayreuth und Schweinfurt. Rhein verliert auch das dritte Saisonspiel und bleibt weiter Schlusslicht. Eichstätt besiegt nach einem wilden Ritt Memmingen. Buchbach feiert den ersten Sieg in dieser Spielzeit und Aufsteiger Pippinsried rockt weiter die Liga. Augsburg feiert ebenfalls den ersten Dreier und zum Abschluss noch 2 absolut spektakuläre Spiele. In Burghausen und Eltersdorf bekommen die Fans jeweils 8 Tore zu sehen. In der Tabelle ziehen vorne weiter Bayreuth und Bayern ihre Kreise, beide noch verlustpunktfrei. Dahinter haben sich Schweinfurt, Pippinsried und Eichstätt eingereiht. Wacker klettert nach oben und befindet sich jetzt in den Regionen, in denen man sie auch erwarten konnte. Die erste Tabellenhälfte komplettieren Aschaffenburg, der Club, Illertissen und Buchbach. Die zweite Hälfte wird angeführt von Schalding, Heimstetten und Augsburg, danach dann die Phalanx der noch sieglosen Teams. Hauptstadt bisher eigentlich gut, aber mit zu wenig Punkteausbeute. Rosenheim muss nun erstmal die Packung aus Burghausen verdauen. Danach 4 Teams mit nur einem Zähler, überraschend dabei auch Haching. Und als einziges Team bis dato ohne Punkt steht der TSV Rhein da. Zum Abschluss jetzt noch die Szene des Tages und dann freuen wir uns bereits auf Spieltag Nummer 4.